Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Zelda Twilight Princess. Und wir sind hier in diesem riesigen Raum, was übrigens der letzte Raum ist, den wir noch nicht erkundet haben, in diesem Dungeon. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir heute zum Boss kommen. Aber bevor ich jetzt weitergehe, werde ich mal was machen, denn hier sind ja so viele Schatztruhen und da sind mit Sicherheit wieder Rubine drin, wie ich schon festgestellt habe im letzten Part. Und die können wir ja sowieso nicht mitnehmen und ich habe keine Lust, hier irgendwann nochmal her zurückzukommen in dieses Dungeon. Und deswegen werde ich jetzt mal einen kleinen Trick anwenden, der mir mal zugetragen wurde. Mal sehen, ob es funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe. Oh, du willst nach draußen? Dann helfe ich dir raus. Ich benutze jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Tante, oh mein Gott. Du kannst jederzeit hierher zurück. Mach dir also keine Sorgen. Okay, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Also gut, das kann mein kleiner Liebling. Aha. Oh, was ist das denn? Aus deinem Kopf ist noch ein Kopf gekommen, mit Flügeln. Okay, mit rosenen Augen. Ein bisschen gruselig. Darf ich vorstellen, dass sie ist Tantes Liebling? Aha. Wenn du von draußen wieder hier rein willst, frag einfach meinen Liebling. Er warpt dich zurück. Wenn du mich am Eingang treffen willst, sollst du direkt dorthin gehen, anstatt zu warpen. Also dann, gute Reise euch beiden. Danke, Tante. Und, wuhu, yeah, schwupp, sind wir weg. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Bestimmt vor dem Dungeon. Yeah, da sind wir. So, mein Plan ist, nämlich jetzt einfach mal nach Kakariko zu reisen. Zu warpen. Hallo? Hab ich falsch gedrückt. Und dann unser ganzes Geld mal zu spenden. Wir erinnern uns, da sind noch ganz viel Spenden offen. Und dann haben wir nämlich wieder genug Platz, um neue Rubine zu sammeln. Und das ist so im Großen und Ganzen jetzt mein Plan. Ich hoffe, es wird funktionieren alles, dass wir auch wieder zurück können. Das wäre jetzt blöd, weil ich kann mich nicht zum Wüstenburg mehr warpen. Okay. Ah, dieser kleine Trick, der wurde mir mal gesagt. Vielen Dank nochmal. Wenn es denn auch klappt, aber wahrscheinlich schon. So, wir gehen jetzt hier rein und nein, oh mein Gott. Die Zeit, zu dieser Zeit haben wir doch gar nicht offen. Och Mensch, was bildest du dir eigentlich ein, nur weil du ein Kunde bist? Ja, Mensch, ich bin dein einziger Kunde, also ein bisschen Kundenfreundlichkeit an dieser Stelle wäre nicht falsch. Ja, ist natürlich kein Problem, dann gehen wir einfach mal kurz raus hier. Ist ja alles, wir sind ja hier, ne, wir sind ja kreativ. Improvisation. Wir gehen jetzt einfach raus und warten, bis es Tag wird. Aber keine Sorge, Leute, ihr müsst nicht warten, nein. Denn, ich habe natürlich, eine Zauberbombe, die es Tag werden lassen kann. Und zwar sind die hier, ganz klar. Und, ah ne, das war die falsche, sorry. Das ist nämlich, die hier. So, das ist nämlich so, ich werf die jetzt, ne, und wenn die explodiert, dann ist Tag. Bäm, seht ihr, Leute, wunderbar, oder? Das ist ein guter alter Zaubertrick von mir, mal wieder. Und so wird es doch ganz schnell Tag, da musst du dir nicht lange warten, so. Jetzt gehen wir mal wieder zurück und hoffentlich hat der Laden jetzt offen. Und dann werden wir mal unsere gesamten 600 Rubine einzahlen. Und dann müssten es eigentlich, mal lasst mich überlegen, nur noch 200 sein. Weiß nicht. Wie viel haben wir denn eingezahlt letztes Mal? Naja, egal. Wir werden uns überraschen lassen. So. Viel muss es, wird es nicht mehr sein. Mal sehen. Hallo. Für die Reparatur der Brückensicherung 800 Rubine. Yeah, also wenn wir jetzt 600 einzahlen, dann müssen wir noch 200 zusätzlich einzahlen. Yeah, Leute. Damit haben wir schon mal den größten Teil geschafft. Und den Rest werde ich einfach dann nach dem Wüsten-Dungeon machen. Nach der Wüstenburg. Denn ich habe mir so überlegt, immer ein bisschen Zeit zu questen nach einem Dungeon. So als Abwechslung. Und jetzt werden wir mal ausprobieren, ob wir jetzt einfach so zurück können. Wollen wir zurück zur Tante? Ey, aber bitte doch. Na gut, dann warp ich dich zurück. Und, wuhu! Yeah, und schon sind wir wieder bei Tante. Hallo, Tante. Hallo, hallo. Ihr beiden, da seid ihr ja wieder. Na, also dann, wollen wir? Ja, herrlich, Leute. Das ist der beste Trick, den ich jemals hier in Zelda erlebt habe. So, wir haben jetzt wieder 0 Rubine und können wieder ganz viele Schatztruhen öffnen. Juhu. Ich werde die anderen beiden auch gleich nochmal holen. Aber egal, das mache ich dann später. Wir wollen uns erstmal hier durch diesen Raum schlagen. Und zwar so.
Yeah, mit unserem tollen Kreisel hier. Oh, da ist schon eine Schatztruhe. Ah, ah, verdammt, Hilfe, Hilfe. Nein, nein, fail. Nein, ich werde nicht failen, Leute. Ja. So, erste Schatztruhe. Bomben. Cool. Gut, brauchen wir die hier etwa? Da sieht es schon wieder nach der nächsten Schatztruhe aus. Oh, das geht doch zackig voran hier. So. Moment. Ein roter Rubin. Okay, dann wollen wir mal weiter. Ich muss gerade selber mal überlegen, wo wir hin müssen. Wir nutzen einfach diese wunderbaren Schienen hier und machen das nicht, was ich gerade getan habe. Ah, ich habe voll die Taste gefailt, aber wir schaffen es noch. Ja. Oh Gott. So. Also hier haarscharf an einem Fail vorbei. Ja, yeah, gelbe Rubine, es lohnt sich doch immer wieder für gelbe und rote Rubine hier sein Leben aufs Spiel zu setzen. Gut, so waren es schon nur noch zwei, also das geht doch relativ schnell. Mit den Schatztruhen. Ich mal zurück. So. Kann sich nämlich hier abstoßen. Ah. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zum Anfang. Bisschen Sicherheit. So. Und so. Gut. Und von hier aus gehen wir jetzt mal weiter. Mal gucken, wo uns diese Schienen hier hintragen. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Es geht nach oben. Das macht schon mal Spaß. Okay. Schnell weg. So. Hier wartet wieder so ein komisches Monster auf uns. Ah, es ist wieder so ein Skelett, den wir mit unseren Zauberbomben auch besiegen können. Zack. Bam, 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 bam. So, die machen immer so komische Geräusche, die Skelette, wie so im Vogelhaus, wenn die sterben. Ganz, ganz merkwürdig, diese Gestalten. So. Diese Schatztruhe sieht doch schon mal schöner aus. Aber das mag ja nichts heißen. Ah, doch, diesmal schon. Ein Herzteil, Leute. Endlich mal wieder ein ordentlicher Schatz. Ich habe mich schon gefragt, Mensch, wann kommt denn mal das nächste Herzteil? So. Schon gar nicht mehr mit gerechnet, bei den ganzen Rubinen, die hier nur noch herausgegeben werden. Ah. So, wir müssen jetzt hier irgendwie weiter. Juhu. Das war schon mal nicht falsch. Ich glaube, das war gut, ja. So, wir ziehen jetzt hier so hoch und dann, yeah, rasant im Kreis geht es hinauf. Ein bisschen schon mal, wo geht's denn jetzt lang? Okay, wir sind jetzt hier. Und das ist eigentlich alles jetzt nach Plan verlaufen, also besser jetzt gar nicht laufen können. Ich dachte, ich verhaspel mich jetzt hier in diesem Raum und werde Ewigkeiten damit verbringen, in diesem Raum nach dem Ausgang zu suchen. Aber ich schau mal noch schnell auf die andere Seite, ob da ein Schatz ist. Ich bin mir nicht sicher. Da sind schon mal auf jeden Fall diese Skelette. Da ist der Schatz! Den holen wir uns schnell, auch wenn er klein ist. Tadada! 10 Rubine und 2 Skelette. Oh mein Gott. Ja. Zack! 2 Helmspalter auf einmal! Haha, eine Bombe! In die Mitte! Oh, das war am schnellsten. So schnell habe ich ihn noch nie besiegt. Zack. So. Können wir auch uns schon daran machen, diesen Raum zu verlassen? Nee, das geht ja schnell heute. Okay, das ist aber jetzt so eine kleine knifflige Angelegenheit. Also da musste ich immer oft probieren. Das ist so ein bisschen Trial and Error. Ah! Oh mein Gott, ich habe es beim ersten Mal geschafft. Ich bin so begeistert. Es läuft halt alles echt super. Ach ja, herrlich. Ich kann euch sagen, ich habe da ewig viel gebraucht. Ich bin dauernd runtergefallen wegen diesen scheiß Stacheln. Aber jetzt können wir den Boss-Schlüssel entgegennehmen, den Master-Schlüssel. Da, 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 da. Und schon haben wir eigentlich dieses Dungeon erledigt. Wir gehen jetzt noch schnell zurück in diesen Raum hier. So, ich stelle mich jetzt hier in die Mitte. So, und dann gucken wir mal schnell auf die Karte. Und dann sehen wir, da sind noch 2 Schatztruhen. Und die werde ich jetzt nämlich holen. Und zwar werden die jetzt gleich verschwinden in 3, 2, 1. Tada! Und so schnell geht das. Yeah, Leute. Und jetzt geht es weiter. Auf zum Bus. Und zwar müssen wir diese Vorrichtung hier in Gang setzen. Und zwar können wir das mit unserem tollen Kreisel. Sam. Den haken wir nämlich hier ein. Und dann fungiert er als so ein Wirbel, zack, keine Ahnung, Zahnrad. Und so oft ich A drücke, umso schneller geht dieses Ganze hier in Gang. Und tada, die Wand, die schiebt sich zur Seite.
Oder sie wird zur Seite geschoben. Und der Weg wird frei. So, unser Kreisel ist jetzt für immer da drin gefangen. Nein, der ist natürlich wieder in unserem Besitz. Und jetzt geht es... Mal schauen, wir haben jetzt übrigens alle Schätze. So, müssen nie wieder zurück hier. Yeah. Ja, die Schätze habe ich euch jetzt nicht nochmal gezeigt, weil die hatten wir ja schon gesehen eigentlich. So, wir werden jetzt hier den ganzen Weg hochfahren. Im Eiltempo geht's zum Boss. Ich muss da, glaube ich, irgendwie in die Mitte kommen irgendwann. Und das, glaube ich, kann ich jetzt ganz gut, oder? Oder? Weil da ist schon Ende oben. Und ich nehme mal an, ich kann hier ganz gut raufspringen von irgendwo. Wie wir es mal. Yeah! Oh, knapp. Ist schon fast runtergefallen. Und dann machen wir das Ganze hier nämlich nochmal. Hui, hui, wie das immer aussieht. Yeah, 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 yeah. Und jetzt gehen die Fackeln an. Und diese gesamte Konstruktion hier wird nach oben gefahren. Eine Spirale. Aus einem Zahnrad-System. So. Ja, rasten wir uns ein und gehen noch weiter nach oben. Und jetzt stehen wir vor der Tür, der Türen. Vor der Boss-Tür. Und diesmal haben wir es ganz gut in der Zeit geschafft sogar. Und ich werde jetzt einfach mal hindurchgehen. Wir haben ja alles. Brauchen uns keine Herzen mehr zu sammeln. Und dann wird die Wüstenburg gerockt, würde ich mal sagen. Der Part wird aber trotzdem wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil... Naja, ich will nicht viel spoilern. So. Oh. Ein dunkler Raum. Und in der Mitte ist mal wieder... ein Skelett. Das da nicht nur so aus Spaß liegt. Natürlich die Ruhe vor dem Sturm mal wieder. Egal, wir gehen mal drauf zu. Töten wir es gleich. Oh nein. Ja, da ist er. Der Zanto. Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher überlebt hast. Man nennt dich wohl... Hey, nicht so schnell. Und doch, welch ein Jammer. Wirklich, Mann, du bist so schnell. Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Niemals. Boah, ein Schwert. Wieder so ein böses Schwert. Und er rammt es genau in den Schädel und dadurch wird natürlich dieses komische Ding zum Leben erwacht. Erweckt. Und natürlich hat es nichts Besseres zu tun, als uns anzugreifen. Bam, da leuchten seine Augen wieder auf. Ja Leute, da ist ja unser Gegner. Was ist es? Ein riesiges Tierchen, das zur Hälfte im Sand steckt. Riesenfossilbestie, Skeletulor. Skeletulor. Boah, wie kreativ die Namen immer sind. Gut, was müssen wir machen, um ihn zu besiegen? Natürlich mit unserem neu erworbenen Item. Und zwar ist hier einmal im Kreis... er muss sich gerade ein bisschen... Hilfe! Verdammt, ich bin vorbei. Gefahren. Oh mein Gott, nein. Ich will hoch, 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 hoch. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Na gut, wir können hier auch ein bisschen laufen. So, dieses Ding beschwört hier so eine komischen Monsterchen. Und wir müssen eigentlich zu seiner Wirbelsäule vordringen und sie ein bisschen rammeln. So, und dann geht sie nach und nach kaputt. Und ihr könnt euch jetzt bestimmt denken, dass wir das oft wiederholen müssen. Und dann bricht sein Skelett irgendwann zusammen. Aber so leicht das hier erscheint, ist das gar nicht, weil der... Mit jedem Mal beschwört er nämlich etliche neue Skelette oder sowas, die da rumlaufen. Und dadurch wird es immer schwerer, an ihn heranzukommen. Ah, ihr seht schon, bäm, hat er mich aufgehalten. Und dann gibt es hier noch diese Stacheln. Boah, nein! Na komm! Ah, das Ding kann man irgendwie nicht so gut kontrollieren, dieses Kreisel-Ding. Also lenken ist da nicht so gut. Autsch. So, ich würde den Kreisel ja eigentlich ganz cool finden, wenn man damit so durch die Gegend... düsen könnte, durch alle Gegenden, durch Dungeons, durch
andere Orte. Mann, ich komme hier nicht vorbei an dem. So, Attack von behind. Bam! Oh, so knapp vorbei. Aber der Kreisel, der verliert nach kurzer Zeit schon seinen Schub. Was sehr schade ist. Und deswegen kann man damit auch nicht großartig rumdüsen. Es wäre ja voll die Bereicherung, wenn man damit schneller vorankäme. Zack! 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 Oh, ich wollte ein bisschen hier. Pinball! Nein! Dann mit dem Schwert! Oh, das geht nicht. Okay, jetzt muss ich wieder nach oben. Man kann ja aber auch nicht untergehen. Das finde ich schon mal ein Vorteil. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nach oben laufen. Na, ihr blöden Skelette, ihr haltet mich die ganze Zeit auf. Autsch! So, einen haben wir mal wieder beseitigt. Das war bestimmt der eine, der uns jetzt gleich aufgehalten hätte. Bin ich mir ganz sicher. Die kommen aber auch genau immer dann in unseren Weg. Aber nein, nicht mit uns. Diesmal haben wir die Lücke gefunden. Und das war Nummer 3 und da geht ja nämlich etwas down. Ja, ohne Wirbelsäule ist halt scheiße, ne? Und das war's natürlich nicht, leider. Es wäre ja viel zu einfach. Immerhin sind wir jetzt im wievielten Dungeon? Ich weiß es gar nicht. So langsam wird der Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen erhöht, denke ich. Und wie von Geisterhand ist alles verschwunden, außer seinen Kopf. Merkwürdig. Okay. Wir kennen das alte Spielchen, machen das hier. So ganz instinktiv, weil wir sonst nichts zu tun haben. So. Und dann wird hier so eine riesige Säule nach oben gefahren. Und wir sehen an der Seite schon wieder so eine Zahnrad Einrastschiene. Genau. So, jetzt haben wir uns gerade selbst den zweiten Kampfschauplatz geschaffen. Yeah, was für eine coole Optik. Eine coole Sicht hier durch sein Maul hindurch. Ah, oh, da hat er uns runtergestoßen. Gut, was müssen wir jetzt machen? Oh mein Gott. Wir fahren hier jetzt entlang. Und kommen langsam aber sicher immer höher. Und irgendwann müsste uns jetzt dieser komische Kopf da begegnen, der übrigens fliegen kann. Ja, warum nicht, ne? Da ist er. So, und der wird jetzt wahrscheinlich schießen oder sowas. Ja, genau. Wir müssen hier ganz, ganz genial ausweichen. Mal zack. Zack. Bam. Und jetzt können wir gegen ihn nämlich. Denn er ist nicht gerade schlau und hat sich genau gegen uns gestellt. Und jetzt können wir hier auf ihn raufhauen. Auf dieses Schwert. Das seine einzige Schwachstelle ist. Bam. Wir könnten uns auch ein bisschen rausziehen. Aber egal. Da hauen wir einfach mal drauf. So. Das ist so im Großen und Ganzen das Spielchen, das wir jetzt abziehen müssen. Es wird auch ein bisschen schwerer. Ihr seht schon, da kommen jetzt so eine Zahnräder. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen auch noch hier aufpassen auf unsere Schiene. Dass wir da ja nicht in so ein komisches Ding da geraten. Und das Problem ist, an der Seite kommen wir nicht nach oben. Und wir müssen ein bisschen nach oben. Na toll. So. Also an der linken Wand kommen wir leider nicht nach oben. Nur rechts. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Bam. Bam. Und das Problem ist, ich bin jetzt schon ganz unten. Und das ist nicht gut. So, ja. Bam. Gegen deinen Kopf. In your face. Und ein weiteres Mal. Hau wir rauf. Bam. Und. War's das? Nein, das war's bestimmt noch nicht. Das dauert ja immer dreimal. Oh, der hat sich aber aufgeschlagen lassen diesmal. Ah, bevor wir jetzt weiter nach oben düsen, hol ich mir erstmal ein Herzchen. So. Ah, er schießt schon. Ja, ist ja gut, wir kommen ja. Hab Geduld, du wirst gleich sowieso sterben. Erfreue dich deines Lebens, solange du es noch hast, Kollege. So, es geht nach oben wieder und diese komischen Zackenräder sind jetzt mehr geworden. Auch links auf den Schienen. Also die behindern uns jetzt schon stark. Ah. Ich will nach oben. So, boah, da kommen aber auch viele. Ich komme gar nicht höher. Ihr seht schon, ich bin jetzt wieder ganz unten. Na toll. So lässt sich natürlich nicht gerade gut kämpfen. Bam! Aber egal, wir haben keine Wahl. So. So, der schießt, glaube ich, immer viermal oder fünfmal. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Ich dachte schon, ich war zu tief. Egal, jetzt müsste es das eigentlich gewesen sein. Alle guten Dinge sind hier immer drei und das war's. Bam, da geht er down, der Kopf. Ja,
Ah, er fällt auf uns. Ja, hinter der Säule zerplatzt er in tausend Stücke. Und das Schwert kommt genau vor uns auf und wird auch zerstört. Ja. Ach ja, ein Herzcontainer, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Huhu, alles öffnet sich. Die Wege werden frei. Du, Midna, gehen wir, Link. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Ja, das machen wir jetzt noch schnell. Wir nehmen uns erstmal den Herzcontainer, den wir uns so wohl verdient haben, hier in diesem Kampfe. Unsere Herzanzeige steigt schon wieder um 1. Das ist sehr schön. Und ich gehe jetzt hier noch durch, weil ich habe keine Lust, dass ich das nochmal machen muss. Wenn ich jetzt ausmache. Wir speichern das Spiel. So. Denn jetzt kommt eine kleine Cutscene, wo wir wieder ein bisschen was erfahren. Und die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Moment, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Uah, da war ja ein Abgrund, habe ich gar nicht gesehen. Ja, schon wieder. Egal. So. Wir suchen jetzt die Burg. Ganz oben. Eine riesige Statue, eine Spiegelkammer. Gut, machen wir das jetzt oder mache ich es dann doch erst im nächsten Part? Denn ich komme mit Sicherheit hier raus, wenn ich speichere. Egal, wir machen das jetzt noch schnell. Ah! Zumindest die besiegen wir jetzt auf jeden Fall. Genau, und danach werde ich den Part dann beenden. Und im nächsten Part werden wir dann diesen komischen Ort hier erforschen. So, oh mein Gott, 4, 5 Stück. Habe ich richtig gezählt? Es waren 5 Stück? Ah! Und von 2 werde ich schon umgeben. Na, das geht natürlich nicht. Da wollte ich als Wolf kämpfen. Zack! So, da waren es nur noch 2. Und zwar diese beiden. Nein, 3. Den einen habe ich gar nicht erwischt. Na kommt. Na kommt, meine Freunde. Lasst uns einen Kreis bilden. Oh nein. Jetzt bin ich gegen diese komische Wand da. Und die Fledermaus ist ja auch noch. Die wollte sich anschließen. Die denkt, sie ist auch mit dabei. Mann, ihr nervt die Fledermäuse. So. Nein, ich wollte dieses Ding nicht besiegen. Oh, das war nur wegen den Fledermäusen. Ja, steht erlaubt. Dann könnt ihr gleich wieder sterben. Oh, ich habe keinen erwischt. Diese komische Wand hat mich total behindert. So. Kommt ihr drei. Kommt in den Kreis des Todes. Reiht euch ein. Oh. Das wollte ich nicht. Mann, 4 Stück auf einmal sind zu viel. 5 Stück auf einmal sind zu viel. So, jetzt alle auf einmal. Oh, wieder diese Wand. Na komm schon. Das kann nicht so schwer sein. Zack, zack, zack. Ja, jetzt gehen sie alle down endlich. Boah, 5 Stück auf einmal, das war ganz schön viel. Aber wir werden belohnt, indem wir ein Portal bekommen. Eine Warp Zone. Und damit können wir jetzt immer wieder hierher kehren. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Denn jetzt habe ich die Sicherheit, hierher zu kommen. Wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und im nächsten Part werden wir diese wunderschöne Statue da besteigen. Und erklimmen und gucken, was passiert, wenn wir dann oben ankommen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ciao.